Cimajo, der Duisburger Künstlerbund, wird 90 Jahre alt und feiert das entsprechend, und zwar in der Bezirksbibliothek in Rheinhausen. Und du kannst uns bestimmt erzählen, was da passiert. Naja, diese Sache in Rheinhausen ist eine Auftaktveranstaltung. Wir wollen, so ist die Planung, dieses Jubiläumsjahr an verschiedenen Orten mit verschiedener Zusammensetzung begehen. Ja? Aber in Rheinhausen, ich habe gerade hier zum ersten Mal diese Einladungskarte gesehen, ein Rückblick mit Zeitsprüngen, die überraschen. Also es sollen diejenigen, die im Künstlerbund sind, sich mit Arbeiten vorstellen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie eingetreten sind, entstanden sind. Ja, also Rückblick. Gleichzeitig treten die einzelnen Mitglieder auf, indem sie fotografiert worden sind von Herrn Rassloff, auch Mitglied des Künstlerbundes. Sie sind von hinten fotografiert worden. Und neben diesen Porträts der einzelnen von hinten fotografierten Mitglieder hängt dann die Arbeit aus der jeweiligen Zeit, wo sie Mitglied geworden sind. Und diese Ausstellung ist am 9. März, wenn ich richtig informiert bin. Am 9. März, 19 Uhr, glaube ich, wird die eröffnet. Ja, und dann werden wir sehen, was passiert. Also, da steht ja auch extra drauf, lass dich überraschen. Mit anderen Worten, es ist viel Potenzial drin. Ja, es steht hier ein Rückblick mit Zeitsprüngen, die überraschen. Ich hatte mal vorgeschlagen, lass dich überraschen, aber das war vielleicht ein bisschen zu platt. Also so finde ich es ganz gut. Dankeschön. Bitte.